Auch Florians Mutter kommt super mit. Das ist lieb von Ihnen. Geben Sie uns die Sachen und dann können Sie an die Seiten, dass die Seiten ansteigen. Und setzen sich zu Ihrem Sohn, ja? Florian geht es besser als zunächst befürchtet. Das ist dann alles in Ordnung, aber es gibt natürlich auch ganz schwerwiegende Fälle, die man sich halt nicht so alltäglich wünscht. Ne? Also wenn man eben halt kleine Kinder hat, die vielleicht auch mal wiederbelebt werden müssen, aus welchem Grund auch immer. Also das ist eine Sache, die nimmst du mit nach Hause. Ne? Das ist hart. Also kannst ruhig die Augen zumachen, wenn du schlafen möchtest, okay? Das dauert jetzt erstmal noch Viertelstunde, bis wir da sind. Aber das Gute ist, er kommt gleich ran, wenn er mit uns fährt, ne? Wenn es um das Wohl von Kindern geht, macht Andreas Röder keine Kompromisse. Also da wären bestimmt andere bei gewesen, die gesagt hätten, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben war, ne? Mit der Vakuummatratze, die Geschichte. Aber andererseits, man würde sich Vorwürfe machen, wenn man ins Krankenhaus kommt und nachher wird festgestellt, dass der Lütte sich vielleicht einen Wirbel angeknackst hat und dass man durch eine falsche Bewegung nachher, ja, ich sag mal, ihm mehr zugetan hat, als vorher war. Und von daher sage ich, wir sind zufrieden und wir haben das fachgerecht abgearbeitet. Florian hat Glück gehabt. Es ist nichts gebrochen. Für jeden Feuerwehrmann steht auch ein Bett auf der Wache bereit. Die sogenannte Bettenrolle ist fester Ausrüstungsbestandteil. Ach, guck mal. Wollen die Betten wieder zusammenschieben? Das hättest du wohl gerne. Also wir schlafen hier auf keinen Fall wie zu Hause. Na, zu Hause schläft man immer am ruhigsten. Da ist das halt eher selten, dass man nachts hoch muss. Und hier ist das natürlich eine Nummer unruhiger. Ne? Also wenn wenig los ist, das merkt man vielleicht schon, dann hat man auch mehr Ruhe beim Schlafen, ne? Oder beim Ruhen. Also richtiges Schlafen ist das eigentlich nicht. Kann man sich ja vorstellen, wenn man, ich sag mal, um eins, um drei und um fünf nochmal einen Einsatz fährt, dass die Nacht alles andere als ruhig ist und entspannt. Deswegen handhabe ich das dann so, dass ich mich zu Hause halt nochmal ein paar Stunden hinpacke. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg, wo genau ist der Notfallort? Welche Straße? Sie müssen sich beruhigen. Hallo? Sagen Sie mir bitte genau, was passiert ist. Okay. Ist der Angreifer noch in der Nähe? Der nächste Fall für Andreas Röder und Frank Mecklenburg. Es handelt sich um eine Körperverletzung. Zweiter Sieger nach Deckungsfehler, so die Bezeichnung derartiger Einsätze im Feuerwehrjargon. Obwohl diese Einsätze oft alles andere als lustig sind. Diesmal soll der Täter noch im Haus sein. Moin. Haben wir bei Ihnen geklingelt? Nee. Machen Sie aber wieder auf. Was ist los? Ja, wissen wir auch noch nicht. Plötzlich ändert sich die Lage. Die beiden Verletzten behaupten, der Mann an der Tür sei der Täter. Warte mal hier. Was? Du bist aggressiv. Nee, nein. Sie sind gerade aggressiv. Lass mich Ruhe. Nee. Nicht anfassen. Ich bin ein ruhiger Mensch. Ja, dann kommen Sie doch mit, bitte. Aber da sind zwei Leute, die beschuldigen Sie, dass Sie sie geschlagen haben. Ist mir scheißegal. Ja, aber Sie müssen noch warten. Verstehen Sie das? Schön hier bleiben. Sie bleiben jetzt hier. Was verstehen Sie daran nicht? Weil die Verprügelten nur leicht verletzt sind, haben Frank Mecklenburg und Andreas Röder Zeit, auf die ebenfalls alarmierte Polizei zu warten. So, passt mal auf. Der Herr ist uns gerade entgegengekommen, hier raus. Dann sind wir nach oben zu den Patienten. Und er ist der Tat beschuldigt. Den haben wir eben noch eingefangen. Wir würden uns jetzt gerne erstmal um den Patienten oben kümmern. Ja? Wir sind oben im ersten Gebiet. Das passiert uns öfters, dass wir im Rettungsdienst angegriffen werden. Oder zumindest, sage ich mal, jetzt, wenn eine Straftat passiert ist, stehen wir auch, ich sag mal, selbst als Bürger in der Pflicht, denjenigen festzuhalten, wenn wir uns selber nicht gefährden. Also man muss schon immer vorsichtig sein. Ich sag mal, das wäre jetzt blöd gewesen, den noch durch die Lappen gehen zu lassen. Und die Polizei hätte ihn nicht mehr gekriegt. Mein Name ist Mecklenburg von der Feuerwehr. Ja. Er ist geschlagen worden. Ja, und Sie auch? Nein, ja, ich auch. Ich habe Nasenbluten gehabt. Aber ich muss ihn kurz beruhigen, ja? Wo ist die Polizei? Die ist auch hier. Jetzt lassen Sie mal eben kurz. Sie sollen das auch wissen. Nee, ist doch alles gut. Lassen Sie mal eben kurz kommen. Einmal die Zähne raus, Zähne zeigen. Haben Sie eine Prothese drin? Nein. Alle Zähne drin? Ja. Tasten Sie die mal mit der 62, ich habe ihn noch. Das ist auch gut. Die Verletzungen sind nur oberflächlich, aber die Gemüter sind erhitzt. Ne? Wohnen Sie hier alle zusammen? Nein, ich wohne alleine. Der muss nach Polen ab. Hier der Pole, der wohnt bei mir zurzeit 2 Jahre.
Ja. Ohne Anmeldung. Das sag ich nebenbei. Wie ist denn das passiert? Da waren ein paar Gespräche und so weiter. Und da habe ich zu ihm gesagt, er soll mal ein bisschen ruhig sein und so weiter. Ich habe als erster geschlagen ja. Ihm, weil er sich über irgendwas aufgeregt hat. Er hat ihn geschlagen und er hat mich geschlagen. Und dann ihn. Ja. Ja, ist er durchgedreht. Alles klar. Ich würde gerne einmal den Blutdruck bei Ihnen messen, wenn das in Ordnung ist. Ziehen Sie einmal die Jacke aus, bitte. Ja, mach ich. Mein Blutdruck ist bestimmt. Das schlagartige Ende der Party könnte ein Nachspiel haben. Bei späteren Schmerzensgeldansprüchen wird eine ärztliche Diagnose mitentscheidend sein. So, also folgendes. Wollen Sie ins Krankenhaus, ja? Nein. Also wir können soweit keine Brüche feststellen. Nein. Sie haben aber hier auf der Seite haben Sie eine kleine Abschürfung. Ja, nein, finde ich gar nicht lustig, sowas. Ich stelle Ihnen auch nochmal die Frage. Möchten Sie jetzt ins Krankenhaus? Ich halte das nicht für unbedingt notwendig, aber wenn Sie möchten, dass das vom Arzt aufgenommen wurde. Was? Ja, vielleicht ganz gut. Ihn hat er auch schon dreimal zugeschlagen. Mein Patient möchte mit ins Krankenhaus? Ja. Er möchte mit? Ja, wollen Sie sich das nicht auch noch überlegen, mitzukommen? Nein. Doch, gehen wir beide zusammen. Wollen wir gehen? Ja. So, und ist das Ihre Tasche? Das ist meine. Gut, dann nehmen Sie die gleich mit. Ja. Für Andreas Röder und Frank Mecklenburg steht damit ein Doppeltransport an. Auch das gibt es. Ist halt der ganz normale Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Und mittlerweile hat man so ziemlich alles gesehen schon im Leben. Ne? Ja. Zwei Bier. Die Angaben zum Alkoholkonsum sind widersprüchlich. Bei Straftaten spielt der aber eine Rolle. Bisschen was getrunken, aber ging so. Wie viel? 2,21. Na ja, es geht ja noch. Schön gleichmäßig. Und los. Weiter. Na, kennst du nicht. Ich schaff das nicht. Aber zu viel heute. Gut. Ja, wird das ganze Gerät noch mal absprühen? Oder zu viel, ne? Ich schaff überhaupt nicht mehr. 2, 4, 3. Gut, also können wir los, Männer? Ja. Wollen wir? Ja. Gut. Barmbeker Hochadel nennen die Feuerwehrleute liebevoll das Klientel, das nach erhöhtem Alkoholkonsum zum Notfall wird. Oh, sind ein Schatz. Ja, ich bin ein Schatz. Geht's? Wo ist denn mein Handy? Ja, da oben. Da oben. Da so, wird's gehen oder soll ich ihn mal lieber untergreifen? Ja. Vielen Dank für alles. Danke. Ja? So, vielen Dank. Tausend Dank. Das kann mir nur sagen. Gut. Ja. Mein Handy ist auf, wo ich das denn? Ja, immer noch. Ja, tschüss. Wir müssen. Jo, vielen Dank. Tschüss, viel Spaß mit denen. Dankeschön. Die Patienten sind übergeben, aber der Fall noch nicht abgeschlossen. Das war ja wieder Horror. Was noch fehlt, ist die ungeliebte Schreibarbeit. Das waren aber zwei Nasen, ne? Ein typischer Einsatz im ehemaligen Arbeiterviertel Barmbek. Also das ist ein Einsatz, der ist auch nicht vom Wochentag völlig unabhängig. Das ist unser tägliches Brot, ja. Ich meine, der allgemeine Begriff Barmbeker Hochadel passt auch da wieder. So, ich mache jetzt den, der nur zwei Bier getrunken hatte, ne? Gelassenheit ist eine große Hilfe bei der Barmbeker Feuerwehr. Im nächsten gemeinsamen Dienst sind Andreas Röder und Frank Mecklenburg wieder auf dem Löschfahrzeug eingeteilt. Röder hatte zwei Freischichten, um Überstunden abzubummeln und zwischendurch einiges verpasst. Ich komme gestern wieder in die Wache mit dem Zweier. Da waren alle raus. Dauernd die Lampe an. Ja, in letzter Zeit geht's sowieso, oder? Nach der Fahrzeugkontrolle gibt es eigentlich Frühstück. Heute verschiebt sich das. Zugalarm. Wachschichtführer Lars Borchert leitet den Einsatz. Brauchen jetzt hier mal, was erwartet uns? Zweiten OG Feuerschein. Okay, da hat er mal ein Licht angemacht. Bei einem Feueralarm rüsten sich die Trupps schon während der Fahrt aus. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind fast immer auch Menschen in Gefahr. Deswegen bereitet sich immer ein Zweiertrupp darauf vor, in die Flammen zu gehen, um nach Anwohnern zu suchen.
Am Einsatzort angekommen ist für Lars Borchert kein Feuer zu sehen, aber Bauarbeiter. Wir brennen die Fassaden ab. Kontrolliert also. Alles klar. Das ist auch genehmigt. Das ist genehmigt. Ihr habt aber das richtige Löschmittel vor Ort, denke ich mal. Wenn Sie kommen, Feuerlöscher, alles um. Alles in Ordnung. Dann hat sich das hiermit schon erledigt. Ja. Dann ist das so in Ordnung. Okay. Gut, weitermachen. Aber trotzdem muss er früh raus, wa? Dann war's das. Viel Aufregung wegen ein paar Fassadenarbeiten. Der nächste Einsatz ist nur für das Löschfahrzeug 2. Arne Semmelhack ist heute der Chef des Trupps. Grund für die Alarmierung? Ein Keller läuft voller Wasser. Hallo, guten Morgen. Da läuft das Wasser und es läuft schon aus der Wand raus hier. Die Wohnung da drüber, ist die in Ordnung? Das wissen wir, aber es läuft hier unten. Ja, es kann ja auch sein, dass das vom ersten über die Wohnung noch ein tiefer läuft. Der Schaden ist offensichtlich. Richtig gefährlich wird es, wenn das Wasser den Weg zum Strom findet. Ja, mach ich gefährlich. Also das Wasser läuft jetzt hier oben durch die Durchbrüche durch, die letztendlich ja in jener Wohnung entstehen, wenn da irgendwelche Heizungsrohre oder weiter durch die Decke geführt werden. Und das läuft jetzt natürlich direkt oben auf die Hauptverteilung rauf. So, und jetzt werden wir das einmal abdecken, die ganze Geschichte, weil die Kästen letztendlich komplett trocken sind zurzeit. Und dann gucken wir einfach mal. Was hier passiert? Bei defekten Waschmaschinenschläuchen sind Schöpfkellen ein erprobtes Einsatzmittel. Ja. Da sind mir die Rettungsdienstansätze irgendwie lieber. Herrlich, ne? Jetzt ist Handarbeit gefragt. Ja. Also bis zum gewissen Maße. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns eben noch einen Wassersauger kommen lassen müssen. Kleine Wirkung, großer Schaden. Das Wasser ist unter das Parkett gelaufen. Lohnt sich nicht, hier mehr zu machen, weil der Fußboden muss hoch. Ich werde jetzt unten noch die Sicherungskästen gleich abhängen und plane, dass das nicht in die Verteilung selber mit reinläuft. So, und dann übergebe ich die Einstellung dem Hausmeister und dann sind wir durch. Das Schließblech, wie weit ist das? Habt ihr das kaputt gemacht, oder? Ja, wir haben ein bisschen Feuerwehrklopfen gemacht und fiel es dann nach hinten raus. Feuerwehrklopfen nennen die Männer das Aufbrechen einer Tür ohne Werkzeug. Das Schloss schließt sogar noch. Das Loch in der Kellerdecke gibt dem Wasser den Weg vor, vorbei an den Stromkästen. Also es ist hier auch wirklich in den Versorgungsschacht einmal runtergekommen, also hier bei den E-Leitungen. Oh, und bietet dadurch auch eine Gefahr. Ja, so lassen. Kann das Wasser da rauslaufen? Die Arbeit der Feuerwehrleute ist getan. Den Rest erledigt die Polizei. Für Feuerwehrleute ist Sportpflicht und im Dienst ausdrücklich erwünscht. Heute haben Andreas Röder und Frank Mecklenburg tatsächlich auch Zeit dazu. Also Sport ist schon wichtig, dass wir fit sind. Wir haben hier zum Glück an unserer Wache einen sehr schönen Sportraum und können halt zwischen den Einsätzen der Bereitschaftszeit auch Sport treiben. Natürlich gibt es manchmal Sprüche im Freundeskreis wegen dem Sport, aber da muss man dann halt Gegenargumente bringen. Also die schlechten Sachen mal aufzählen, die man hier hat. Und dazu gehört halt, dass man ganz wenig zu Hause ist oder viel hier ist im Umkehrschluss und dass wir hier zum Teil 7 Tage am Stück dann auch mal eine 84-Stunden-Woche haben. Ne? Wenn keine Freizeit dazwischen ist, dann verbringen wir halt den größten Teil hier. Und dann haben wir hier auch nur die Möglichkeit, Sport zu machen.